Meine lieben Freunde, vielen Dank erst einmal für die Geduld. Manchmal kann ich eine Reihe Videos kurz hintereinander machen, manchmal dauert es Monate, bis ich mich wieder mit den Truthern beschäftigen kann. Dafür wird es hier nie Werbung geben, ich bettle nicht um Abos oder Kommentare und mache einfach das, was mir Spaß macht. Es freut mich daher umso mehr, mich mal wieder mit einem der beklopptesten Themen überhaupt beschäftigen zu können. Die flache Erde. Und ich freue mich, einen alten Freund begrüßen zu dürfen. Sein Name Fettdruck, der lebendige Mann mit dem Rufnamen Klein Matthias, der Treuhänder und erstrangige Gläubiger der nachfolgenden Personen ist Doppelpunkt. Drernat Matthias Klespis aus dem Stamm der Klespis. Besitzer des heiligen Fußpilz und Träger des hochnäsigen Narrenstabes auf dem Prinzenwagen des eitlen Geschwätzes. Ich hoffe, das ist richtig, denn auf seinem Webauftritt ist der kleine Mattes, wie ich ihn jetzt kurz mal nenne, nicht verlegen, sich immer wieder neue Beziehungen für sich selbst auszudenken. Und echt, gucken Sie mal drauf, ich übertreibe da nicht. Und dann gibt es diesen kruden Erguss. In diesem Zusammenhang weise ich darauf hin, dass ich, der lebendige und beseelte Mann, Kleinschrift Matthias aus dem Stamme Kleinschrift Klespis, mit der Person Sperrschrift Dr. Matthias Klespis eine unterstrichene Sicherungsvereinbarung geschlossen habe, der jeder Mann und jedes Weib selbst ausführend beitritt, sobald er oder sie durch Täuschung, Betrug, Zwang, ob tatsächlich oder angedroht, und oder in Abwesenheit einer Erklärung unter Eid mit unbegrenzter kommerzieller Haftung Rechte gegenüber dem Mann Klein Matthias aus dem Stamme Klein Klespis oder der Person Sperrschrift Dr. Matthias Klespis und allen anderen Schreibweisen davon geltend zu machen, sucht, die die kommerziellen Interessen des Mannes Klein Matthias aus dem Stamme Klein Klespis schädigen. Die dann fällige Beitrittsgebühr wird von mir privat gegen den mich im Schädigungsabsicht kontaktierenden Dritten privat und kommerziell durchgesetzt. Ja, jetzt kann man mir ja wieder Lesen mit Hass vorwerfen, wie es ein Kommentator schon mal tat. Oder, dass ich mir nur die extremsten Fälle ausgesucht hätte. Oder, dass ich erstmal mit den Leuten reden sollte, statt nur über sie. Oder, dass ich differenzieren müsste, denn irgendwie wäre das ja alles viel komplexer, als ich mir das vorstellen würde. Aber wie soll man es nennen, wenn ein Mensch mit sich selbst eine Vereinbarung trifft, irgendeinen Schwachsinn postuliert und privat und kommerziell seine Lummerland-Fantasien durchsetzen möchte? Ohne jede Rechtsgrundlage, aber vor einem Gericht, das er offensichtlich nicht anerkennt, da es zum angefeindeten Mainstream-System gehört. Bin ich der Einzige, der einen solchen Typen für total gaga hält? Naja, wie dem auch sei. Ich bin zuversichtlich, dass ich den Zorn von Klein Matthes aushalten kann. Ich lese jetzt, die Erde ist flach. Wie viele Sonnen umkreisen die flache Erde oder wie kann im Südsommer die Sonne südlich des südlichen Wendekreises aufgehen? Von Matthias, gestern stand ich noch am Rande des Wahnsinns, heute bin ich schon einen großen Schritt weiter, Klespis. Veröffentlicht auf euronia.com. Meine Lesung ist stark gekürzt. Die vollständige Version finden Sie unter dem Link am Ende des Videos. Aber Vorsicht, Sie werden auf Matthias Dumm-Dumm-Geschoss Klespis Seiten zwangsweise mit Balla-Balla-Musik zugedröhnt. Doch lassen wir ihn jetzt selbst sprechen. Mir ist bewusst, dass einige meiner geschätzten und auch wohl einige der geneigten Leser bereits beim Lesen des ersten Teils der Überschrift dieses Artikels aussteigen. Das ist völlig in Ordnung. Laut Gorbatschow bestraft denjenigen das Leben, der zu spät kommt. Und wer zu früh aussteigt, kommt ganz sicher zu spät. Ja, und laut Einstein sind nur zwei Dinge unendlich, das Universum und die menschliche Blödheit. Aber beim Universum war er sich da gar nicht so sicher. Ganz entgegen meiner sonstigen Gewohnheiten, mich nur mit direkten Beobachtungen der flachen Erde selber
oder ihrer beiden dominanten sogenannten Gestirne, Sonne und Mond, zu beschäftigen, befasse ich mich in diesem Artikel mit Beobachtungen, die jeder interessierte Leser sofort anhand des Internets nachvollziehen kann. Ja, und wir wissen ja, wie zuversichtlich das Internet ist. Zum Beispiel wies ja der Truther Gerhard Rotkegel nach, dass es mindestens 5 Weltkriege gegeben hat. Oder erinnern wir uns an die geheimen Islambasen. Aber wir wissen ja, das Internet wird von den Illuminaten beherrscht. Das habe ich online gelesen. Da stimmt jetzt was nicht. Nein. Wie diejenigen, die sich mit dem Thema flache Erde beschäftigen und dafür offen sind, sicherlich bereits bemerkt haben, ist der ursprüngliche Zugang zu diesem Thema ein intuitiver. Wer nur auf seinen Verstand hört, wird, wenn er ihm zuhört, feststellen, dass der Verstand jede Menge teilweise vollkommen abstruser Argumente erfindet, um ja nicht zugeben zu müssen, dass er, der Verstand, sich Jahre oder ein ganzes Leben lang geirrt hat. Ja, wie zum Beispiel Webseiten über Flacherde zu machen. Mir fällt da ein Spruch ein mit Glashaus und Steinen. Aber glauben Sie nicht mir, lassen wir die Truther selbst zu Wort kommen. Zum Beispiel Christian Gerber von Mein Seelenquell, der auch sagte, man dürfe nicht messen, sondern müsse intuitiv sein. Dies zeige interessante alternative Realitäten auf, wie zum Beispiel 2 plus 2 ist intuitiv 7 oder dieser Meter ist intuitiv 85 cm lang. Ja, so kann ich dann alles aushebeln. Ach ja, ich finde intuitiv, Matthias Klespies ist ein reaktiver Zylakant. Und verurteilen Sie mich nicht dafür, schließlich ist das ja alles meine Intuition und ich zeige Ihnen lediglich interessante neue Realitäten auf. Oh Mann. Wie dem auch sei, auf das hier erörterte Thema werde ich, wie so oft, rein intuitiv aufmerksam. Als mir klar wurde, was ich hier entdeckt habe, fragte ich mich, wie oft, warum ich das nicht schon viel früher gesehen habe. Weil sie erst diesen Monat andere Medikamente von ihren Wärtern gespritzt bekommen? Ne? Jedenfalls ist es nun in der Welt und ich stelle meine Beobachtung wie immer gern zur Diskussion. Nein! Nein, eigentlich stellt er sie nur mit dem üblichen Truther-Starrsinn vor und erwartet, dass wir alle wie er um seine Ideen tanzen wie Fliegen um einen Hundehaufen. Verzeihen Sie mir die Formulierung. Aber normalerweise sagen Truther, informier dich doch mal oder denke selber und meinen damit, man soll ihren Schwachsinn glauben. Und ich möchte doch mal Mensch Klein Matthias vom Stamme der Bekloppten selbst zitieren. Zitat, jedwede Mehl, die auch nur den Geruch von Kugelerde in sich trägt, wird von mir augenblicklich weitestgehend ungelesen gelöscht und die E-Mail-Adresse des Absenders gesperrt. Ich wünsche keinerlei Anfragen mit Zusammenhang zu dem Thema Kugelerde. So, Zitat Ende. Das also zum Thema, ich stelle alles wie immer zur Diskussion. Oh Mann. Der Kern meiner Beobachtungen ist, dass sich der aus verschiedenen Datenbanken entnehmbare Lauf der Sonne im südlichen Teil der Erde jenseits des sogenannten südlichen Wendekreises mit dem heliozentrischen Unfugmodell HUM sowieso nicht, aber auch nicht mit dem bisherigen Modell der flachen Erde erklären lässt. Was es bis hierhin geschafft hat, sollte nun hoffentlich motiviert genug sein, auch meinen weiteren Ausführungen zu folgen. Ja, keine Angst, lieber kleiner Klespis, ich mache mich bis zum Ende über Sie lustig. Ich beziehe mich für Kenntnisse über den Lauf von Sonne und Mond gern auf die Webseite timeanddate.com. Zwar wird dort mehr als deutlich das Hum verkauft, aber gerade das macht diese Webseite dann auch für meine Argumentation gegen das Hum völlig unverdächtig. Die Webseite ist andererseits mit viel Liebe zum Detail aufgebaut, was mir als Wissenschaftler... Oh, Herr Klespies, bloß weil Sie eine Zwangsjacke tragen und von Wächtern mit Zäpfchen vollgestopft werden, sind Sie kein Wissenschaftler. Ja? Und
Erinnern Sie sich vielleicht, dass Ihre Wächter Sie immer fragen, na, was sind Sie denn heute? Chemtrail-Gläubiger, Napoleon, PI-News-Autor, Hagengrell, Flacherdler? Tja, Wissenschaftler, also was mir als Wissenschaftler sehr entgegenkommt. Dort finden sich für viele Städte auf unserer schönen Erde sehr genaue Sonnenauf- und Untergangszeiten zusammen mit detaillierten Informationen über den Lauf der Sonne. So, ich überspringe jetzt mal eine Menge ermüdendes Geschwätz und ich weise schon jetzt mal darauf hin, dass ich nicht die Kugelgestalt der Erde beweisen muss oder den Quatsch richtig zu stellen habe, den der kleine Mattes hier verzapft. Nun könnte es natürlich sein, dass sämtliche dieser Angaben falsch sind und die Sonne tatsächlich, wie sowohl anhand des Hum als auch des Modells der flachen Erde zu erwarten, in den Ländern und Städten südlich des südlichen Wendekreises im Sommer in ost-nordöstlicher Richtung aufgeht. Ich habe also ein wenig nachgeforscht und bin auf dieser Webseite auf einen Eintrag gestoßen, bei dem jemand sagt, er habe in Perth, Australien festgestellt, dass die Sonne Oso aufgeht. Perth liegt auf dem 32. südlichen Breitengrad, also ebenfalls südlich des südlichen Wendekreises. Auf dieser Webseite findet sich dann auch gleich eine schöne Grafik, die selbstverständlich erklärt, dass die Sonne auch in Australien im Sommer immer schön brav südöstlich aufgeht und mittags dann im Norden steht. Wer hätte das jetzt gedacht? Wir sehen uns das Gleiche noch genauer an. Die auf der Webseite abgebildete Grafik gibt selbstverständlich die vermutlich tatsächlichen Verhältnisse in Australien südlich des südlichen Wendekreises völlig richtig wieder. Das Problem ist nur, dass sich ein solcher Sonnenlauf mit dem Hum überhaupt nicht erklären lässt. Ich habe keine Ahnung, was dieser Mann da gerade geschwafelt hat. Aber er zweifelt einfach mal alle Daten an, die ihm nicht in den Kram passen. Und natürlich war die gesamte Weltbevölkerung vom Anbeginn der Zeit bis heute dümmer als Matthias Klespis. Nee, ist doch klar. Die folgende Tirade des kleinen Matthias möchte ich jetzt weitestgehend unkommentiert vorlesen. Lassen Sie sich das mal in Ihren Ohren schmelzen. Fettgedrucktes lese ich laut vor. Lasst euch bitte nicht länger von den unglaublich vielen, unglaublich komplizierten Fachwörtern und immer wieder anderen Erklärungen des Humfalbern. Seht selber hin! Nehmt euch den Globus, einen Finger, der die Richtung bzw. den Stand der Sonne über dem Wendekreis markiert und dann seht hin! Lasst euch bitte erst recht nicht von der Überlegung Erklärung ins Boxhorn jagen, dass die Sonne ja angeblich die gesamte Erde auf einmal mit ihrem riesigen Lichtkegel bestrahle. Die Wendekreise beziehen sich eindeutig auf die kleine Scheibe namens Sonne, die wir nun mal sehen. Die kommt nicht südlicher als der südliche Wendekreis. Punkt! Also kann sie nicht südlicher als der südliche Wendekreis auf- und untergehen. Da die Wissenschaftstheorie nach Dr. Karl Popper nun aber besagt, dass ein Modell in jedem Punkt einer Falsifikation standhalten müsse und wenn es nur in einem einzigen Punkt falsifiziert ist, ungültig sei, können wir hier wieder einmal sagen, dass das Hum Unfug ist. Das Hum ist dort. Die Erde ist nicht nur keine Kugel. Die Sonne steht garantiert nicht im Zentrum des Sonnensystems, um das ein Kugelplanet namens RD eine Bahn zieht, die angeblich eine Sonne des Hum mag über einer Nordhalbkugel richtig scheinen bzw. laufen auf der Südhalbkugel. Will sie einfach nicht laufen, wie sie es tun müsste? Wann würden wir endlich aufhören, den vielen Erklärungen an den Glauben, die uns nur verunsichern kann, von Erkennen der Wahrheit abhalten wollen und stattdessen selber hinsehen? Daher formuliere ich meinen Appell nochmal sehr deutlich, wenn Humgläubige, bitte bleibt mir mit euren Glauben und euren Unfug-Pseudo-Erklärungen vom Leib. Ich bin Wissenschaftler. Ein Wissenschaftler glaubt per Definition gar nichts. Ein Wissenschaftler beobachtet und wertet Daten aus und zieht aus seinen Beobachtungen oder aus den Datenauswertungen entsprechende Schlussfolgerungen. Okay.
Vielleicht kann uns Mattes Kleisteristis aus der Sippe der Tourette-Indianer mal ohne seine geistige Erektion was erklären. Mir jedenfalls fällt auf, dass er auf der einen Seite streng wissenschaftlich vorgehen will, auf der anderen Seite aber vom Glauben und selber Hinsehen spricht, wo doch die erste Lektion immer ist, dass die eigene Wahrnehmung täuschen kann. Ich will gar nicht fragen, wie Mondlandungen, Satelliten und Tiefenraumsonden funktionieren können, wie die ISS über einer flachen Erde gondelt oder wie die von Captain Kackfass eben postulierten Hunderten von Minisonden Ebbe und Flut beeinflussen würden. Aber hey, ich bin ja nur ein Mainstream-versifftes Schlafschaf, ich bin sogar geimpft und finde, uns geht's eigentlich ganz gut. Trotz der Einmischung von Reptiloiden, Illuminaten, außerirdischen Geistwesen, Chemtrail-Sprühern, Big Pharma-Agenten und den Mainzelmännchen. Aber keine Verschwörungstheorie ist zu Ende, bevor die Fat Lady nicht gesungen hat. Und das ist natürlich die dunkle Gegenmacht, die allen Sand in die Augen streut und nur den Truther nicht täuschen kann. Wodurch er sich nicht nur über uns erhebt, sondern auch sich selbst Wichtigkeit bescheinigt. Indem wir erkennen, dass die Erde möglicherweise polar aufgebaut ist, hält sie uns den Spiegel unserer eigenen Existenz vor, die permanent zwischen zwei Polen aufgespannt ist. Wer aber nicht in den Spiegel schaut, kann vieles nicht erkennen. Und wer nichts erkennen kann, kann weder innerlich noch spirituell wachsen. Und wer beides nicht vermag, wird genau der perfekte Sklave bleiben, den dieses ruchlose System benötigt, um seine noch viel ruchloseren Spielchen mit uns zu spielen. Insofern diente das betrügerische Kugel-RD-Modell wohl vor allem dazu, uns der Selbsterkenntnis zu berauben und uns in einer selbst auferlegten inneren Gefangenschaft zu halten. Befreien wir uns, indem wir hinschauen, seien wir die Menschen, die wir Kraft, Geburt und Kraft unseres Menschseins sind, seien wir frei. Ja, prima. Damit hätten wir die Brücke gespannt von der Pseudologie zur Systemüberwindung und zum Wahnsinn. Ich als Agent des Mainstreams wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und fallen Sie mir bloß nicht von der Kante der Lacherde. Flacherde natürlich. Ich meinte jetzt nicht, dass die Leute lächerlich sind. Eigentlich schon. Auf Wiedersehen!